Hi, hier ist Toni von Game of Lewis. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zu diesem neuen Video bzw. dieser Videoreihe. Ihr seht es schon, hier steht da, ich kriege ihn kaum auf die Kamera. So. Der Better Fishing Adventskalender. Geiles Teil. Er ist echt groß, muss ich sagen. Aber relativ, ich zeig mal, relativ flach. Finde ich cool gelöst, das Ganze. Das heißt, ich habe auch schon mal ganz kurz den Deckel aufgemacht, da sind zwei Reihen Schachteln untereinander. So, hier bin ich. Hi. Und ich finde das richtig cool. Ich habe richtig Bock drauf. Es wird bei mir auf dem Kanal dieses Jahr auch nur diesen einen Kalender geben. Ich habe keine Lust und auch keine Zeit, mich irgendwie mit extrem vielen Kalendern auseinanderzusetzen. Ich finde es cool, dass Lemmy die Zeit findet. Er hat, ich weiß gar nicht, alle Adventskalender aus dem Angelbereich wahrscheinlich. Und ich freue mich schon drauf, bei ihm mal reinzuschauen. Das könnt ihr gerne auch mal tun. Also abseits vom Better Fishing Adventskalender, wenn ihr noch andere Kalender angucken wollt. Fischverliebt ist euer Kanal. So, ich mache jetzt mal hier die Schachtel auf und schau mal, oh, dass jetzt hier nichts rausfällt. Der Deckel kommt mal beiseite. Einmal hier rüber. Und da seht ihr schon. Oh, düpp, düpp, düpp. Ich hoffe, er fällt jetzt nicht und rutscht jetzt hier nicht durch die Gegend. Bleibt er stehen? Er bleibt stehen. So, bin ich aber raus. So, genau. Da ist er einmal. Ich sortiere die Schachtel ein bisschen. Ich muss das ein bisschen schräg stellen, sonst fallen sie, glaube ich, raus. Und hier oben seht ihr schon die 1. Stehen geblieben. So, die 1. So sieht eine Schachtel aus. Sie rasselt ein bisschen. Ist relativ leicht. Und quatschen da gar nicht lange drum rum. Wir schauen mal, was hier alles drin ist. Wir kriegen erstmal einen Aufkleber von Crazy. Da ist es einmal. Und wir haben den Crazy Vibration 6TS, S für Sinking. Packe ich gleich mal ein bisschen aus. Ihr kennt mein Problem mit der Scheibe im Hintergrund. Die blendet immer ein bisschen. Ich habe leider keinen YouTube-Raum oder Raum, wo ich extra Licht aufstellen kann zum Videodrehen. Das muss sich irgendwann früher oder später mal ändern. So, da seht ihr das einmal. Ein super geiler Köder. Hochfrequente Rasseln ist immer nicht so ganz meins. Aber diese Köderart, diese Vibration Baits sind eine absolute Macht, gerade für Hechte, die werden so aggro. Schöne Farbe. Die Farbe war, habe ich hier irgendwo was drauf? CHB Neuke Gill ist die Farbe. Neuke. Sehr cool. Eine meiner Lieblingsmarken, die kommt ja hoffentlich auch noch im Kalender. Das ist der erste Köder. Schöner Start in den Adventskalender, würde ich sagen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr ihn gefunden habt, welche Adventskalender ihr habt. Wenn ihr diesen Kalender habt, ob ihr andere Farben drin habt. Ich bin immer so ein bisschen aus dem Bild. Es tut mir leid, ich werde nicht immer im Bild sein. Ich werde mal gucken, ob ich das hier irgendwie nochmal ein bisschen umbaue. Und wieder einpacken und ab zurück in die Tüte. Schöner Start in den Adventskalender, wie ich finde. Ich bin auf eure Meinung gespannt und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder morgen zu Türchen Nummer 2. Die ist direkt daneben und dann erstmal euch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut, euer Toni.